Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Trail Connection Switzerland Event Video. Wir stehen hier in der Schweiz, in Zürich, um genau zu sein. Mittlerweile ist auch das JCP, war das JCP, ich glaube schon, nah dran. JCB Pack ist jetzt draußen, habe ich jetzt mir geholt. Sprich, könnte sein, dass wir einen Auftrag von denen fahren, von einem neuen DLC. Wir werden sehen. 83.000 haben wir mal wieder gelesen. Und das richtige Aussagen ist schwer. So, Frankreich können wir nicht. Zürich in der Schweiz, weiß ich nicht. Geht das? Ich glaube nicht. Also, Frankreich und Italien können wir nicht. Geht das? Geht das? Gucken wir mal kurz nach. Okay, ich würde mal behaupten, nein. Deswegen fahren wir auch nicht nach Zürich. Und wir hätten Nürnberg zur Auswahl. In der Walze. Ist auch der beste Ort. Und wir sagen, fahren wir einfach dorthin. Ich werde wahrscheinlich dann auch versuchen, möglichst zeitnah nach dem Trail Connection Switzerland Event, wenn ich damit fertig bin, dass ich dann irgendwie versuche, hier ins Rheingebiet zu kommen. Wenn nicht, dann ist es halt so, aber probieren kann man es ja. Wir fahren jetzt aber erstmal eine Dyna CC 2200 Walze von Zürich nach Nürnberg. 8,5 Tonnen. Knapp 18.000 bekommen wir dafür. 39,21 € pro Kilometer, 442 an der Zahl, 6,5 Stunden Fahrzeit, ich würde sagen Abfahrt. Fertig zum Losfahren. Dann wollen wir uns mal im Regen zur Dings legen. Wie weit haben wir es? Wahrscheinlich ein Stückchen. 22 Kilometer. Biege nach links ab. Eieiei. Ich weiß gerade nicht, ob es der Regen ist oder Zürich. Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Aber auch hauptsächlich Zürich, also ich lade neu und hoffe auf was Besseres. Ja, wie man sieht, hat es nichts gebracht. Muss ich einfach warten, bis ich endlich aus Zürich raus bin und der scheiß Regen aufgehört hat. Wobei es deutlich früher jetzt lenkt als vorher. Natürlich auch schön, dass das Licht wieder aus ist. Wir brauchen schon Licht. Jetzt auch nochmal erstmal Richtung Zürich Stadt. Bitte rechts halten. Wir doch hin. Wir haben es 3 Uhr, das heißt, wir fahren in den Tag hinein. Hoffentlich ohne Regen. Wir müssen dann gleich raus, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Ja, hat nicht lange gedauert, bis das auftritt, dass
dass die adaptive Geschwindigkeitsregelung uns den LKW verzieht. Ah, jetzt fahr oder... Lass einfach mehr Platz. Ja, ja gut, ne? Also ich sag mal so, hätte nicht sein müssen, aber dann rechts abbiegen. Ging nicht anders, scheinbar. Ich habe 5 Sekunden früher angefangen zu bremsen, aber naja. Biege nach rechts ab. Links halten. Und dann links abbiegen. Nice. Also. Biege nach links ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Dann nehmen wir die Walze mit. Ich glaube, ich eben kurz hin, damit der dämliche Regen aufhört. Ist ja nicht erträglich hier. Na, muss mal kurz so, damit es schnell geht. Wir wollen heute noch irgendwo hinkommen. Ab jetzt nur noch Zürich-Leck und später Nürnberg-Leck. Demnächst rechts abbiegen. Das ist so eine Einbahnstraße hier. Interessant. Biege nach rechts ab. Ich muss mich gerade ein bisschen wieder daran umgewöhnen, dass ich einfach einen Kilometer vorher bremsen muss. Nice.
Straßenmaschinen. Danke. Rechts halten und dann rechts. Also auch wenn es nicht schön aussieht, aber es ist doch schon schön hier. Biege nach rechts ab. Also nicht schön aussieht. Sowohl für mich als auch für euch. Aufgrund des Rechners. Gar nicht geguckt, wo es lang geht. Die 1L, dann wechseln wir auf die 4 und dann geht es auch schon auf die A81 in Deutschland und die werden noch zur A6 führt. Dann sind wir schon in Nürnberg. Von einer großen Stadt in die nächste große Stadt, sehr schön. Das erfreut das Auge. Aber das ist schon cool hier mit der Hochstraße. Immer geradeaus. Ist ja gut, dass ich ein bisschen Gas gegeben habe. Jetzt doch wieder 50, okay. Ja, das ist schon einigermaßen angemessen. Und dann geht's jetzt Deutschland, Richtung deutsche Grenze, Stuttgart ist ausgeschildert, Nürnberg noch nicht, aber das kommt dann noch. Halten wir uns erstmal in Stuttgart. Halten uns weiter rechts. Denn es geht nicht nach Österreich. Da muss ich aber mir gleich aufschauen, dass Deutschland dann auch hier, ne, durch ist, was wir in Deutschland gewesen sind. Das heißt, wir müssen dann in der übernächsten Folge dann wieder uns was anderes suchen. Das könnte echt tricky werden. Ich hoffe mal, dass ich. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Das ist halt die Frage. Eventuell muss ich sogar forcen. Rechts. Wir können also 18 weiterfahren. Eventuell muss ich forcen, dass ich jetzt auf Fernfahrten weitergehe. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe.
damit wir auch überall hinkommen können. Wobei Balkan wahrscheinlich schon eher so das Gebiet ist, wo wir jetzt am ehesten hinkommen. Also, was halt nah genug ist, in Anführungszeichen, und gebündelter ist. Weil es einfach so viel mehr Länder gibt, so als jetzt. Ach, das hat sich ja gelohnt. Aber müssen wir mal schauen. Der ganze schalte ich nochmal neu. Damit die ganzen Zürich-Lecks weg sind. Damit wir wenigstens ein bisschen saubere Fahrt haben. Oder sauberere Fahrt haben. Bevor wir dann wieder von Nürnberg zerfleischt werden. Ich muss nur irgendwie rechts sehen, um kurz hinzufahren, aber da bin ich mir ganz. War ich nicht schnell genug. Mach ich einfach hier vorne an der Schranke. Ja, oder ach komm, ich parke eben kurz hier vorne. Kurz ist gut und ich muss wahrscheinlich in Deutschland tanken. Eventuell noch in dieser Fahrt, ansonsten halt nach Nürnberg oder in Nürnberg, je nachdem. Folgen wir mal den Kollegen. Und halten da hinten am letzten Schlafspot. Wir vielleicht auch wieder ganz geschmeidig uns in die Gänse stellen können. Das Reinladen hat schon mal deutlich schneller gedingst. Das ging schon mal deutlich schneller. Und man merkt, das ist ein bisschen besser. Schön kleine, enge Grenzkontrolle. Freie Bahn. Dann auf geht's. Auf nach Nürnberg. Wir schaffen noch 700 Kilometer prinzipiell mit der Tankfüllung. Von daher würde ich sagen, fahren wir einfach erstmal. Wenn es dann zu wenig wird, haben wir bestimmt noch eine Tanke in der Nähe. Wir warten einfach mal ausblinken. Ich frage mich ja gerade, ob man die adaptive Geschwindigkeitsregulierung quasi so wie jetzt ganz zu Beginn in Zürich, wenn man Bobtail fährt, dass man
wenn man merkt, okay, die greift, dass man dann sagen kann, wobei prinzipiell gesehen könnte man ja per Hotkey das wahrscheinlich dann deaktivieren. Oder so. Aber ich frage mich, ob man beispielsweise, wenn man einfach Gas gibt, ob man das dann quasi tricksen kann. Wenn ja, dann, also ich muss es mal testen dann gleich. Wenn ja, dann ist es zumindest eine Sache, die man sich dann mal halt dran denken muss. Wenn es dann wieder zu so einem Vorfall kommt. Ich bin doch nur noch am Fotos machen. Soll ich da auf alle Fälle nicht vergessen? Ich darf nicht vergessen, Deutschland niederzuschreiben, dass wir in Deutschland gewesen sind. Eieieiei. Wie sogar schon die KI einfach keine Lust drauf hat. Auf das Einfällungsverhalten hier. Und wir überholen es. Ja, hier Reißverschlussverfahren. War das jetzt eine optische Täuschung oder wurde tatsächlich ein bisschen angehoben, der PKW? Bestimmt eine optische Täuschung nur. Nice, nice, nice. Nach Straßburg und Dijon wollen wir nicht. Wir wollen weiter Richtung Stuttgart und dann weiter nach Nürnberg zu kommen. Ah, bei Straßburg, also Abfahrt Straßburg, so gesehen. Da hinten kommt dann wahrscheinlich Stuttgart und dann dauert es nicht mehr allzu lange, bis wir dann bei Nürnberg sind. So, oh, sehr schön, auf der Brücke eine Baustelle. Wirkte für mich jetzt auch eher wie ein Zufallsereignis. Links halten. Allerdings können wir auf dieser Spur bleiben. Weiter Richtung Kassel und Nürnberg. Dann geht es wahrscheinlich dann in der nächsten Fahrt wieder nach Zürich. Vielleicht auch nach Bern. Who knows? Ausfall ist da, geht ja nicht allzu groß. Aber wir werden auf alle Fälle wieder zurückfahren müssen. Das sind halt 20 Fahrten, ne? Also. Oder sind das 20 Fahrten? 19, glaube ich, ne? Müsste 19 sein. Sind von Italien in die Schweiz gefahren, von der Schweiz nach Frankreich und dann wieder von Frankreich in die Schweiz und jetzt nach Deutschland, also 19 Fahrten innerhalb des Events, wenn es werden. Mindestens.
noch keinen Bing gemacht, ne? Also wir sind aber kurz vor dem Bing. Tanken müssen, aber es ist ja, reicht ja auch für 500 Kilometer noch. Der Tankfüllung mit Auflieger. Das sollte kein Problem darstellen. Interessant. Jetzt müssen wir uns links halten. Bitte links halten. Na klar. Jetzt wieder nach Straßburg unter anderem. Ja, wir sind jetzt nördlich gleich von Stuttgart und kommen jetzt auf die A6. Nürnberg, war das 190 Kilometer oder war es 100 Kilometer? Wahrscheinlich eher 190 oder so. Kann man ja nicht so gut erkennen hier mit der Mühle. Mal, wo liefern wir ab? Wir könnten hier nochmal tanken. Ja, wenn wir nochmal da tanken. Wobei, ich muss ja eigentlich auch nochmal hier hinfahren. Ach nee, das ging ja bei Nürnberg nicht. Dann tanken wir dann, wenn wir hier dann schlafen, tanken wir dann da. Da war ja was. Ich verstehe nicht, wie manche Flaschen vom Hersteller einfach normale Flaschen sind und andere diesen dämliche Kindersicherung drin haben oder was auch immer für ein Scheiß ist. Kann man gar nicht mit einer Hand vernünftig trinken, ohne dass man die Flasche einquetscht. Weil man ja unbedingt auch diesen dämlichen Deckel festhalten muss beim Trinken, damit der einem nicht im Gesicht rumkratzt. So, da werde ich aber vielleicht nochmal das Video hier versuchen, möglichst weit zu editieren und zu rendern gleich noch, direkt am Anschluss. Damit ich das für heute auch schon habe. Das gestrige Video habe ich gestern gemacht. Aber vorgestern. Wie geplant und bin eigentlich doch relativ gut weit gekommen, in Anführungszeichen.
für so ein, weiß ich nicht, für so 4, 5 Stunden. Am Neverwinter. Vielleicht waren es nur 3 Stunden, keine Ahnung. Also 3 bis 4 Stunden. Und ja, dann geht's weiter mit Aufräumen und alle 10 Minuten bei Neverwinter reinzuschneiden. Das ist mal so der grobe Plan. Ich werde aber noch mal ein bisschen weiter downloaden und ich glaube, ich werde mal ein paar von den alten Dingern, wozu ich noch nicht gekommen bin, werde ich wahrscheinlich noch mal, also noch ältere Folgen, also nicht die ganz alten Videos, VODs, sondern ältere von den alten VODs, jüngere von den alten VODs, werde ich wahrscheinlich noch mal zwischenlagern bei Mega, damit ein bisschen mehr Platz habe und noch nebenbei zumindest für diesen, für den Monat März zu backuppen. Leicht ungewollt rüber gezweift. Aber wieder hier über die Brücke rüber. Und dann sind wir in Nürnberg und müssen dann noch ausliefern und dann wieder auf die Autobahn rasen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Dann sogar rechts halten. Nee, links halten. Sah nur so ein bisschen rechts aus. Können wir so echt 80 fahren? Und dann können wir auch nicht hier bleiben und in die Ausfahrt. Nimm die Ausfahrt rechts. Links halten und dann links abbiegen. Machen wir doch. Biege nach links ab. Aber noch nicht jetzt.
Links halten. Ach ja, ist schon schön hier. Dann links abbiegen. Das kann man nicht anders sagen. Es ist einfach schön hier. Okay, hier haben wir eine Ampel. Biege nach links ab. Da hat sich das Ampelanhalten ja gelohnt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wo müssen wir jetzt hin? Das war eine schöne Fahrt. Direkt hier rechts, alles klar. Dann laden wir mal das gute Stück ab und kassieren die Kohle. Wir sind aber schon wieder bei 83.000. 407 Euro, weil die Fahrerin uns Geld eingebracht hat. Ausgezeichnet Walze Düna CC2200 von Zürich nach Nürnberg geliefert. Gefahrenstrecke 472 Kilometer, Dauer, ja, roundabout 46 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 218 Liter. Erledigte Roller Trucks Aufträge in ETS 2 202. Insgesamt gab es dafür 17.929 Erfahrungspunkte, 17.929 Euro und 691 Erfahrungspunkte. Ja, Erfahrungspunkte, da haben wir ein gutes Stichwort. Wo haben wir es? Karriere natürlich. Ja. Wir können insgesamt was? Insgesamt 1500 Kilometer, deswegen würde ich sagen, dass ich einfach nochmal hier auf Fernfahrten gehe. Obwohl ja Just in Time dran wäre. Aber dann gehe ich einmal früher auf Fernfahrten, einfach damit wir die Möglichkeit haben, ansonsten sind wir ja echt gefesselt quasi, dass wir von, ja gut, wobei, ne, also, ja gut, ne, wir haben halt nicht mehr allzu viele Möglichkeiten jetzt von hier aus im 1500 Kilometer Radius, ja, wobei eigentlich ja schon, und dann können wir die freie Wahl, wenn wir ehrlich sind, wir könnten sogar nach Großbritannien, also eigentlich muss ich es auch nicht da machen. Alles klar. Lassen wir es vielleicht doch. Schauen wir mal. Wir sind wieder über 100.000, sehr schön. Dann wollen wir mal noch mal eben kurz zur Tanke fahren. Und einmal bitte voll tanken. Und haben uns danach auch wieder aufs Ohr. 40 Kilometer. Zeit zu gehen. Die Lichter können wir ausmachen. Dann machen wir es halt doch vor, weil wir schon wegrollen. Und Fritz nochmal, wie gesagt, zur Tanke. Fehlt denn nicht viel? Biege nach links ab. Aber natürlich. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
rechts halten. Das ist schon, schön, ja. Biege nach rechts ab. Rechts ab. Aber natürlich. Und hoffen, dass jetzt keine Polizei ist. Fahren wir mal mit 118. Wenn doch gleich safe überholt. Polizei. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, dann nochmal eben kurz tanken. Ist wieder gut gegangen, ne? Alle guten Dinge sind drei, dass wir dann geblitzt werden. Dann tanken wir mal für 1,79 €. Einmal vollgetankt, 840 Liter für 1.503 €. Und Pause hinten, nicht hupen. Es fließt nur so schnell, wie es fließt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Wir fahren dann von hier aus wieder in Nürnberg rein und fahren dann wieder nach Zürich in den nächsten Fort. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video, entweder hier vom Trade Connection Switzerland Event oder in vom Cruising Nebraska Event in American Truck Simulator. Ich hätte schon beinahe wieder gesagt in American Truck Simulator 2. Aber im American Truck Simulator. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.